Keep your fingertips close to mine. Close to mine. Close to mine. Keep your fingertips close to mine. Close to mine. Close to mine. So I'll never let you go. Never let you go. So, liebe Wölfinnen und liebe Wölfe, herzlich willkommen. Wir kommen hier rein zum You Never Walk Alone. Schöner geht's gar nicht hier beim zweiten Testspiel aus dem Trainingslager. Wir fangen gleich an. Das heutige Spiel wird euch präsentiert von Ling Long Tire, dem Partner von VfL Wolfsburg. Wir schließen uns da Niko Kovac natürlich an, wünschen euch auch ein schönes Spiel. Ein schönes Spiel wünsche ich auch Andi. Herzlich willkommen, auch wieder dabei. Ja, gut, Kick in die Runde und herzlich willkommen aus Mechelen. Ich bin sehr gespannt. Heute haben wir wieder einen größeren Fingerzeig, in welche Richtung oder mit welcher Startelf wir dann in Jena auftreten werden. Also, ja, ist interessant. Jetzt haben die Vorgeplänkel-Spiele gegen die Felddienstauswahl ist jetzt vorbei. Jetzt geht's darum, wie starten wir wirklich. Welche Formationen spielen wir, welche Spieler werden spielen. Eins wollen wir natürlich nicht vergessen, jemand, der hier zu Hause ist, der hier aufgewachsen ist, 20 Kilometer entfernt. Asta Franks kommt zurück in seine alte Heimat, wird hier nochmal verabschiedet. Wir sehen es gerade auch nochmal in der Mitte, im Mittelkreis. Für ihn bestimmt auch nochmal eine schöne Sache, oder? Absolut. Ich meine, ich kenne das von mir selber, wenn ich in meine Kreisklasse-Mannschaft nach Ingolstadt zurückkehre. Da kriegt man Gänsehaut, da kennt man jeden einzelnen Grashalm, weiß ganz genau die Wege. Ja, und am Ende des Tages ist es dann einfach auch was Besonderes. Und es zeigt einfach auch, wie hoch die Wertschätzung ist. Er kam beim Aufwärmen raus, wurde sofort abgefeiert. Man hat ihn auch scheinbar hier nicht vergessen. Also, ich habe gehört, 5.000 bis 6.000 Zuschauer soll es sein. Die sind auf jeden Fall alle am Klatschen. Das ist auch stimmungstechnisch ein großer Unterschied zu Tirol vom letzten Samstag. Nicht, dass sich die Tiroler keine Mühe gegeben haben, aber es ist natürlich dann doch nochmal was anderes in so einem Stadion hier. Absolut, das ist natürlich ein Fußballstadion. Da wurde auch bei der Architektur darauf Wert gelegt, dass eben die Stimmung eben auch wirkt. Wir sind hier genau unterm Dach, nicht wie in einem Kabuff in Innsbruck. Dementsprechend fühlen wir das natürlich wesentlich mehr als letzte Woche. AFAS Stadion, Achter, die Kaserne, hinter der Kaserne, also hinter dem Stadion soll es hier wohl angeblich eine Kaserne gegeben haben. Was uns allerdings als erstes hier ins Auge fällt, ist der Friedhof rechts in der Ecke. Vielleicht seht ihr den auch noch, wenn es mal zur Ecke kommt. Aber wir gehen rein, VfL stößt an.
Und man hört auch gleich mal ein bisschen Stimmung. Also es macht schon Spaß, macht schon Bock wieder auf mehr und vor allem auf die Saison. Ja, dann wollen wir erstmal zusammen die Aufstellung durchgehen. Im Tor unser belgischer Kapitän, Koen Castells. Die Viererkette spielen Franschitsch, Van de Veen, Borno und Riedle Baku. Auf der 6 Maximilian Arnold davor. Patrick Wimmer und Omar Mamouche und in der vordersten Front dann Lukas Metscher, Luca Waldschmidt und Josep Brekalo. Ja, kommen wir mal zu den Lokalmatadoren, zum Mechelen im Tor. Kuke, verzeiht mir mein schwaches Belgisch, ist etwas eingerostet. Oder war nie vorhanden, wie entscheidet ihr. Geht's besser? Auch da ist Nachholbedarf. Dann gucken wir uns mal die Ecke an und dann machen wir gleich mal weiter mit der Aufstellung. Hoffentlich sind unsere Lücken im Abwehrverbund nicht so krass wie unsere sprachlichen Barrieren heute, wa? Hoffentlich. Aber aufgrund der Stimmung hilft es natürlich auch einfach, wenn man uns ausstellt und nur den Stadion schaut. Die Option gibt es hier leider nicht, also ihr müsst mit unserem Schwafel auskommen. Oder wir sind auch ab und zu mal ruhig. Andi, schreib doch heute bitte die Ecken direkt mit. Ah ja, das ist eine gute Idee. Übrigens in Ecken. Okay. So, dann warten wir mal die kurze Drangphase von Mechelen ab und starten dann mal in deren Aufstellung. Ich glaube, jetzt passt das mal. Im Tor Nummer 1 Gaetan Kuke. In der Verteidigung von rechts nach links Sandy Welch. Dann in der Mitte Vandenberghe und Horenbeck. Und links Dimitri Lavallée. Dann tippe ich mal auf eine Doppel-6 mit Rob Schoofs. Und in der anderen Seite, das ist Dries Wouters. Und wie es vorne aussieht, hat sich noch nicht ganz rauskristallisiert. Deswegen für euch nur die Namen. Das ist einmal Dimitri. Ne, falsch. Entschuldigung, das ist. Wo haben wir ihn? Nicolas Storm, Julian Ngoy hätte ich jetzt getippt. Das ist Geoffrey Haremans und Marian Svet. Wie sich das Ganze dann auf dem Feld darstellt, werden wir gleich sehen. Aber die machen ganz munteren Eindruck, die Jungs, ne? Absolut. Defensiv hast du ganz genau richtig zugeordnet, sehe ich auch ein 4-4-2. Allerdings würde ich sagen, offensiv ist es eher ein 4-3-3. Wir sind ja gestern von Innsbruck hier rüber geflogen nach Brüssel, haben die Nacht in Brüssel verbracht. Habt ihr in der Insta-Story bei Max Kruse mitbekommen, leichte technische Probleme. Gab es allerdings nicht nur bei uns im Hotel, sondern der ganze Block war einfach mal ohne Strom. Aber zum Glück hatte natürlich Wölfe TV die private Solaranlage dabei. Hat nur nichts gebracht, weil es dunkel war. Im Zweifel hätten wir natürlich auch noch die 100 Teelichter gehabt, die du im Koffer hattest. Ja, da könnt ihr drauf gespannt sein, was wir mit denen noch anstellen werden. Die haben auf jeden Fall schon internationale Luft geschnuppert. Franschitsch heute Linksverteidiger, für mich überraschend, für unseren Experten Andi nicht. Der war gestern nämlich beim Training, Andi, da sah es auch schon danach aus, oder? Ja, absolut. Also wir dürfen ja nicht immer alles kommunizieren, was wir da so sehen, aber gestern haben sie genau in der Formation
die taktischen Varianten, wie offensiv aufgebaut werden soll, einstudiert. Und ja, ich bin gespannt, ob dann der Plan eben auch so umgesetzt werden kann, denn darauf kommt es in so einem Testspiel eben auch an. Aber was mir gefällt, das sehe ich jetzt auch hier schon wieder bei dem Angriff, 2 bis 3 Leute sind in der Box, auch Josip am Rande der Box. So macht mir der Fußball auf jeden Fall wesentlich mehr Spaß. Ja, denke, oh, genau abseits. So. Ja. Aber macht ihn trotzdem. So könnte es klappen, nehme ich an. Ja, der tiefe Ball in die Spitze klatschen lassen und in den freien Raum startet dann einer der beiden Außenspieler. So, auch das war Teil gestern. Aggressives Angriffspressing. Allerdings haben wir uns jetzt hier auf den Außen ein bisschen verzählt. Dementsprechend war dann es recht einfach für Mechelen, den Ball hinten rauszuspielen. Aber das ist jetzt nicht so ungewöhnlich in den ersten 10 Minuten. Man muss sich erstmal ordnen, wie spielt der Gegner, weil Theorie ist das eine, Praxis das andere. Hier nochmal gesehen gerade die Aktion, klares Abseits. Aber so kann es gehen, ne? Stürmer lässt sich ein bisschen zurückfallen im Halbraum und dann einmal klatschen und ab dafür. Lukas mal lang geschickt. Oh ja, ich glaube, das war eigentlich ein Foul, ne? Da ist halt deutlich vorher am Ball. Aber der Schiri fängt erstmal mit der langen Leine an. Anziehen kann man immer. Im Chat gibt es gerade die Frage, wann gibt es Tickets gegen Schalke? Da haben wir einen absoluten Insider-Tipp. Verfolgt unsere Kanäle auf Social Media. Da werden wir das euch als erstes kommunizieren. Ich denke, der hätte höher kommen sollen, aber hat auch so gepasst. Mamouche zieht mal in die Mitte. Kann vielleicht sogar mal abladen. Macht er auch. Boah, starkes Schüsschen. Kein Fallrückzieher, aber trotzdem stark. Den hat ja mein Kollege Tim unter der Woche sehr, sehr gut eingefangen. Konnte der ja bei uns auf Instagram nochmal nachgucken. War schon ein Träumchen, der Fallrückzieher. Oder wie hast du es gesehen? Ich sehe ja vor allem jetzt erstmal noch einen Strich bei dir beim VfL Wolfsburg. Erste Ecke. Sind wir mal gespannt. Zwei Mann auf dem Torwart. Verteidigen auf jeden Fall im Raum. Guter Ball. Oh. Uiuiuiui. Und da ist 1-0. Lukas Metscher. Naja. Also ich sag mal so, das 1-0 erzielen wir oft nach Fehlern des Gegners. Also es war ja auch in Tirol schon so. Aber auch die Tore nimmt man natürlich gerne. Ja, die musst du ja auch annehmen. Also das ist ja nicht nur das eine Tore zu machen, man muss sie auch erzwingen. Hier gucken wir nochmal rein. Ecke eigentlich ganz gut getreten. Und Breiter natürlich, ja gut. Kann er eigentlich nicht wirklich was machen, der Heeremans. Also steht da mehr oder weniger im Weg, aber wo soll er hin? Er kann sich ja nicht in Luft auflösen. Ein Guter steht halt nicht da. 1-0. 9. Spielminute. Damit kann man auf jeden Fall erstmal leben. Hat sich jetzt aber auch nicht abgezeichnet, muss man auch ehrlich sagen. Also es war erstmal ein Abtasten von beiden Seiten. Schusschance von Mamouche, eigentlich die erste nennenswerte Aktion von uns. Aber so kann es auch gehen. Ich finde das spannend. Mit Wimmer im inneren Raum. Ah, das ist interessant. Was auf jeden Fall auf dem Platz ist, ist Tempo. Ne? Also ich glaube, da kannst du ja 8, 9, Vakuum mit Risiko. 8, 9 Leute abzählen, die da noch mal einen Ticken schneller sind auf 100 Meter als ich. Also da kann der Zug Welche schon mal Welche drei abgehen. Hast du denn langsamer gesehen als... Ja, das kann sich ja jeder selber. Die Leute wissen ja nicht, wie ich aussehe. Das heißt, es kann ja sein, dass ich extrem guter Sprinter bin. Ja, auf den ersten 4 Metern zum Buffet bist du auf jeden Fall recht zackig unterwegs.
Schöner Diagonalball. Und jetzt Omar ins 1 gegen 1. Nein, legt in die Mitte. Oh ja. Sauber Grüße. Türchen hier. Also da bestätigt man seine Form der Vorbereitung. Ja, da würde er sich freuen. Heute wieder Interview bei Wölfe TV, hat er gar keinen Bock mehr mittlerweile. Aber gut, wenn man so Traumtore schießt, muss man eben ran. Da hast du auf jeden Fall recht, ja. Zwölfte Minute. Boah, wenn das in der Bundesliga so weitergeht, dann kann ich auch in einer Viertelstunde wieder ausschalten. Der Stimmung tut jedenfalls kein Abbruch. Die Jungs und Mädels auf der Tribüne geben alles weiterhin. Ja, du gewinnst ja hier heute auch nichts. Draußen. Muss er geben. Sieht Max natürlich anders, aber. Ui. Ui! Da kann man nicht meckern. Also hier wird auf jeden Fall scharf geschossen heute. Gespielt, gut geklappt. Jetzt gleich im Tempo bleiben. Lukas bietet sich draußen an. Jetzt Riede, diagonal. Traue sich nicht. Schön behauptet. Gegen 1. Kommt er vorbei erstmal, aber da ist Sepp schon da. Ja. Er ist ein bisschen falsch gestanden, aber dann noch mit der körperlichen Präsenz gut gelöst. Ja, bei den ganzen Haken hat sich Schwed anscheinend selbst schwindelig gespielt. Muss er auch nicht mehr, wo er war. Und dann konnte Sepp das eindeutig klären. Ball von Omar. Lukas durch, Box noch nicht besetzt, muss ein bisschen verzögern. Macht er auch. Oh, starker ja. Ball, sehr starker Ball. Oh. Aus Netz. Aber genau richtig gemacht, abgekappt, ne, gesehen, dass da keiner, dass keiner im Zentrum ist, nochmal abgedreht und dann eigentlich genau den richtigen Ball gespielt. Ne? Durchs. Das war einfach ein starkes Päschen. Hat nicht viel gefehlt.
So, 2 zu 1 Ecke. Muss dann natürlich auch der Linksverteidiger mehr Druck auf Barco machen. 2 zu 1 Ecke. Da bist du mir ein bisschen zu wenig hinterher, Andi. Da muss ich auch mal kritisieren hier. Ja, bei 2-0 ist der Sieg für mich schon sicher. Ah, okay. Draufgesetzt auf den Ball. Kann man natürlich auch halten. Aber nach den Ecken eigentlich immer bis jetzt was Gefährliches bei rumgekommen. Ne? Ja, das ist im aktuellen Profifußball auf jeden Fall ein Riesenthema. Gefährlichkeit bei Standardsituationen. So holst du halt oft vielleicht das 1-0, dann spielst du befreiter auf. Da geht es ganz schnell. Das sind die klassischen Floskeln, aber ja, bei aller Technologisierung des Fußballs sind manchmal dann leider doch wieder die einfachen Dinge. Oh, super, starker Ball von Wimmer. Heilige. Ja, gute für erste 15 Minuten. Vor allem hast du auch eben gesehen, wie er den Ball da im Zentrum erobert. Das ist natürlich wahrscheinlich auch das, was man sich da von ihm verspricht, ihn auf der Position zu bringen. Deutlich mehr Tempo und dann eine schnelle Balleroberung. Ne? Vor allem jemand, der dann auch selber mit Tempo nach vorne gehen kann nach Ballgewinn. Also macht er heute hier auf jeden Fall nicht schlecht. Dritte Ecke. Wieder gefährlich, schöne Variante auf dem ersten Pfosten. Andi, möchtest du eigentlich mal was über unseren Gegner hören? Ich habe noch keine Geschichtsfragen heute gehört. Ja, die eine oder andere Geschichtsfrage würde mich doch interessieren. Ich muss sagen, diesmal bin ich nicht so informiert. In Mechelen kenne ich mich nicht ganz so gut aus. Außer, dass die Pommes wohl sehr gut sein sollen. Wieso sein sollen? Ich habe noch keine gegessen. Ich weiß aus sicherer Quelle, dass du heute schon Pommes gegessen hast. Ja, aber die habe ich in Brüssel gegessen. Ah, okay. Ich wusste nicht, dass es da auf 20 Kilometer so große Unterschiede gibt regional. Ja, das ist... Frag mal nach. Das ist eine Wissenschaft für sich wahrscheinlich. Na gut, KV Mechelen, viermal belgischer Meister. Zweimal Pokalsieger geworden, auch das letzte Mal 2019, also noch gar nicht so lange her. Gehen wir erstmal kurz in die Aktion, schön gemacht von Lukas. Jetzt wird wieder ein bisschen verzögert, bleiben alle im Tempo, aber ich glaube, der ist erstmal weg. Ja, 2019 Pokalsieger, interessanterweise, Andi, als Zweitligist noch. Das heißt, sie sind in dem Jahr aufgestiegen, haben dann den Pokal gewonnen. Und dann kam Asta. Dann kam Asta. Zwei Spieler übrigens beim Pokalfinale 2019 auf dem Platz gestanden, die man auch aus der Bundesliga kennt. Und jetzt will ich natürlich mal von dir wissen, wer war das? Einer spielt sogar immer noch. Ja. Ich kann mich nämlich an den großen Igor De Camargo erinnern. Jawohl, sehr richtig. Der das ein oder andere Zaubertor für Borussia Mönchengladbach erzielt hat. Der zweite. Der zweite... Da wird es dann ein bisschen dünner bei mir. Alexander Sorlo, jetzt bei RB Leipzig. Respekt. War verliehen, spielt jetzt dort wieder. Und dann wird man mal als zweitliges Pokalsieger in Belgien. Also nicht ganz unerfolgreich. Und ich glaube, der größte Erfolg 1988, Europapokalsieger, der Pokalsieger. Ja, daraus kann man schließen, dass sie 87 auf jeden Fall auch Pokalsieger waren. Das ist richtig, ja. Und UEFA Supercup-Sieger 1988. Also, da lief's bei dem Ende der 80er. An das Finale im Supercup kann ich mich nicht erinnern, aber gegen den Gegner im Europacup-Finale kann ich mich erinnern. War nämlich? Ajax Amsterdam. Absolut richtig. Und jetzt habe ich noch eine Frage. Wer wurde denn in der 56. Minute eingewechselt? Oh, eine absolute Legende. Eine absolute Fußball-Legende. Damals aber noch Arsenal London. Und witzigerweise gibt es hier einen Stadtbezirk in Mechelen, der heißt Arsenal. Ja, wie passend. Dann Wahnsinn. Lösen wir mal auf. Es war Dennis Bergkamp. Achso, ja, stimmt. Hätte man noch, aber ich dachte, bei Arsenal-Legende, da weiß man sofort, was los ist. Nicht, dass einige Zuschauer hier Thomas Kosicki in den Chat schreiben. Oder Thierry Henry. Von Franjit. So. Nächste Ecke. Jetzt die Ecken ja immer vielversprechend für Action. Also schauen wir mal hier. Frank Verlat hat damals übrigens auch in der Startelf gespielt oder war dabei.
Gucken wir mal rein. Ja, schön vom Fuß geholt das Ding. Ne? Sonst wäre es, glaube ich, nochmal gefährlich geworden. Oh ja. Ah, schade. Wenn ja, er den Volley nimmt. Der klassische Robben Ribéry, ne? Starker Ball. Das ist natürlich jetzt eine ganz starke Freistoßsituation. Ist das so eine Distanz, Andi, aus der du die damals in der Kreisliga wahrscheinlich reihenweise reingemacht hast? Ich durfte die nie schießen. Du durftest nie schießen? Nee. Alles, was mehr als einen Meter vom Tor weg war, war vorbei. Außer wir wollten Zeitspiel und der Ball sollte zur Eckbahn fliegen. Dann war ich da. So, gucken wir uns mal an. Heidemanns. Das war der weltbekannte Satz mit X. Patrick erstmal liegen geblieben. Hoffen wir natürlich, dass es erstmal nichts ist. Da sind wir ein bisschen gebeutelt mit Yannick vom letzten Samstag. Oh, hier sehen wir nochmal in der Wiederholung das Traumtor von Luca Waldschmidt. Also ich erinnere mich da an einen Schuss von Elvis Rexbeter im Training unter der Woche. Der war eh nicht stark, wobei der noch ein bisschen mehr im Knick war. Hat Elvis uns natürlich auch ausgiebig darauf hingewiesen, wie toll das Tor war. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, es kommt wahrscheinlich nächste Woche bei uns. Als Short, da die dir besonders gut gefallen, Tim. Gibt es hier erstmal einen Cooling Break, wie es aussieht. Ja, da möchte man doch auch immer Mäuschen sein. Wir sehen Patrick jetzt aber erstmal wieder weiterlaufen. Sieht auf den ersten Blick auch relativ rund aus. Vielleicht gesellt er sich jetzt da zu seinen Kollegen. Ja, sieht so aus, dass es da weitergeht. Ist natürlich eine schöne Nachricht. Sind auf jeden Fall alle sehr wissbegierig. Ja, ich weiß allerdings auch nicht, ob das abgesprochen war, dass es da so einen taktischen Break gibt, weil das wäre der erste Cooling Break bei 21 Grad. Naja, aber in der Sonne darfst du nicht vernachlässigen. In Österreich hat es auch die ganze Woche über 23 Grad gehabt und ich dachte hier, ich bin auf Kreta. Manch einer von uns sieht ja auch aus, als wäre er auf Kreta gewesen. Aber manch einer hat natürlich auch einen Sonnenbrand, wenn er nur die Sonne anguckt. Wir haben ja auch noch eine gute Nachricht. Nächste Saison wird Robert Lewandowski gegen uns auf jeden Fall kein Tor mehr schießen. Zumindest sieht es danach sehr stark aus. Ist doch auch mal was Gutes auf dem Samstag.
Ein Spieler von Mechelen kennen wir auch aus der Bundesliga, beziehungsweise aus der zweiten Bundesliga. Dries Wouters, letzte Saison an den FC Schalke 04 verliehen. Zwei Spiele gemacht und Zweitligameister geworden. Also ist eine Quote, die gefällt mir auf jeden Fall. Ja, wir kennen sogar noch einen. Der ja, jetzt mich gucken immer wir uns erstmal das 3-0 an. Oder auch nicht, schade. Aber hat sich mein Herz genommen. Mal abgeladen. Der erinnert mich immer an Capital Bra. Kannst du den Zusammenhang dir zusammenreimen? Spielt der gerade? Ja. Und der erinnert dich an Capital Bra. Aha. Dimitri Lavallée. Ja. Mit Lelele. Und wo hat er gespielt? Mainz 05. Ah, okay. Da muss ich dich leider enttäuschen. Nicht? Hat er leider nicht. Er stand da, er war zwar... Er war beim Verein, sagen wir so. Er war beim Verein, aber er hat nichts für sie gespielt. Zweimal direkt verliehen und dann... Ja, irgendein Testspiel wird er schon gemacht haben. Ja, jetzt hier mit dem Schiedsrichter Entscheidung. Die Fans haben das Spiel noch nicht aufgegeben. Da ist er dran. Kuh. Ja, sag's an, wieder ein bisschen munter werden hier. Er hat tatsächlich 4 Spiele und ein Tor in der Regionalliga Südwest gemacht. Für den FSV Mainz 05. Tor ist Tor. Dann doch lieber belgische erste Liga, oder? Ecke von Nicolas Storm. Zum zweiten Mal ein bisschen rüber. Aber das sieht mir nicht gewollt aus, als würden sie diese Variante spielen wollen. Der erste sah mir eher gewollt aus als jetzt der zweite. Ja, ja. Das stimmt. Ja. Das ist dann einfach die Raumabdeckung und deswegen steht dann halt einer, aber eigentlich wollen sie schon mit dem Kopfball da agieren. Aber wir haben natürlich auch ein paar große Kerle da rumstehen. Inklusive einem sehr großen Torhüter. Muss eigentlich, na, den hätte ich gepfiffen. Der 15-jährige Tim mit seiner Schiedsrichterausbildung. Aber naja, weiter geht's. Wir begrüßen übrigens 3.300 Fans bei uns beim Livestream. Herzlichen Dank, dass ihr dabei seid. Und bei der Gelegenheit natürlich gerne auch mal ein Abo dalassen. Mal eine Eins in den Chat, oder? Hm? Eine Eins in den Chat. Den zwei relativ frühen Toren jetzt ein bisschen Tempo rausgenommen. Schön behauptet von Lukas. Oh, wie frisch gemacht. Boah, das gibt auf jeden Fall ein Reel. Da muss eigentlich auch pfeifen, aber also... Ja, lass die lange Leine. Die Schiri und ich haben noch nicht dieselbe Pfeifrequenz, so viel steht fest. Also, die hätte ich schon zweimal mehr im Mund gehabt, aber gut. Freuen dich natürlich als Stürmer, wenn du da jetzt über 60 Meter quer verlagern musst.
aber ist aber trotzdem verpufft gerade. Ja, weil er natürlich auch nicht ins Tempo geht. Ne? Also ich glaube, wenn er da ein bisschen mehr Tempo macht, dann wird es gefährlicher, aber... Bleibt er sich treu. Auch den gibt er nicht. Ja, wenn er wenigstens konsequent auf beiden Seiten ist, ist das für mich auch in Ordnung. Kennt man aus der Schule, Folgefehler werden ja immer nur einmal bestraft. Also Minus und Minus ergibt Plus. So sieht's aus. Allerdings passt das in dem Zusammenhang, glaube ich, gar nicht, mein Zitat. Aber falsch ist es dennoch nicht. Castillo ist auch ein feiner Fußballer. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann hier im Bild, im Livestream, aber wenn ihr noch einen zweiten Bildschirm habt oder ein Handy, dann schaut euch einfach mal das Stadion an hier. Also es ist wirklich sehr interessant, es sind vier Seiten und vier unterschiedliche Tribünen. Also die eine ist geschwungen, die eine ist gerade, die andere ist hoch und steil, also habe ich so auch noch nicht gesehen. Nee, das ist auf jeden Fall besonders. Aber da wir eh Vielfalt gut finden, ist das ganz in Ordnung. Das fand ich übrigens auch stark in Brüssel. Die Zebrastreifen waren, die weißen waren weiß, klar, aber die Zwischenräume waren wie Regenbogen angemalt. Das sah schon sehr, sehr gut aus. Vielleicht mal ja auch eine Idee für die Stadt Wolfsburg. Ui! Also, ich bleib dabei, die Ecken sind ganz gefährlich von uns. Vierte Ecke, vierte gefährliche Sache, drittes Tor. Omar Mamouche, wenn es mich nicht irrt. Absolut richtig erkannt. Natürlich auch geiler Ball von Max. Schön mit Schärfe reingespielt. Ja, die Raumaufteilung passt natürlich gar nicht. Da müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Die versuchen da in der Zone irgendwie zu decken. Aber, ja, haben wir natürlich erkannt. Wir haben Qualität und wissen, wo die Zonen dann eben nicht besetzt sind. Es wird unsere ägyptischen Fans freuen, dass der Omar wieder trifft. Kochen lassen, Riedler. Abstoß, okay. Erkennst du, wer da auf der Fahne ist? Bei den Ultras? Nee. Schreibt uns gerne mal in die Kommentare, wenn ihr wisst, wer hier absolute Vereinslegende ist. Bielek ist noch nicht bei 100%, dementsprechend ist er schon zurück nach Wolfsburg gereist. Oh, schöne Grüße, Riedle Baku 4-0. Das läuft ja wie das Brötchenbacken. 1 gegen 1, wird nicht wirklich angegriffen, angetäuscht und dann mal mit links kurz ins lange Eck. Schönes Tor.
Freut uns natürlich auch, gibt es wieder einiges zu schneiden für die Highlights, die ihr natürlich wie gewohnt nach dem Spiel bekommt. Ist, glaube ich, für jeden besser als ein 0-0. Ja, vor allem, wenn es so Zaubertore sind. Das waren ja jetzt nicht einfach nur Tore. Ist ja alles stark hier. Auch wenn der in Bremen spielt. Aber ich finde interessant, dass wir immer so ein Angriffs-Dreiecks-Pressing spielen, wenn wir den Gegner anlaufen. Das ist auf jeden Fall nicht ganz normal. Aber hier seht ihr es nochmal, Riedle, Übersteiger. Oh, ja, okay. War dann doch abgefälscht. Guter Lauf. Gleich mal im Tempo bleiben. Ach, alles gut verteidigt noch. Ja, schade. Ich glaube, da hat es doppelt geknallt. Einmal im Publikum und einmal bei Patrick. Man muss leiden hier die erste Halbzeit. Das zweite Mal am Boden. Schade. Schön wieder in der Mitte geklatscht. Aber dann der Pass leider einen Ticken zu ungenau. Sonst hätte Omar, glaube ich, wieder genetzt. Letzten 5 Minuten der ersten Halbzeit brechen gleich an. Unterhaltsam auf jeden Fall, glaube ich, kann man sagen. 4-0. Gegen einen Verein, der letztes Jahr auch um Europa gespielt hat. Ein Hinweis aus der Community. Der Mann auf der Fahne ist vermutlich Michael Reuthome, aber ist nur ein Tipp. Keine Garantie, ob es stimmt. Hat auf jeden Fall von 1986 bis 1994 264 Spiele für den KV Mechelen bestritten. Also auch in der großen, erfolgreichen Zeit, die du vorhin angesprochen hast, mit Europapokal, Sieg, Supercup-Sieg, Meisterschaft, Pokalsieg.
jeden Fall die viertmeisten Einsätze für Mechelen. Mhm. 4:1. Wieder nach einer Ecke, wieder nach dem Standard. So, schauen wir uns nochmal an. Jo, oh. Ich glaube, der schafft's. Nach Instagram. Also, Ecke direkt reingedreht ist natürlich dreist. Schön gemacht. Du willst also sagen, unser Sportdirektor schießt auch dreiste Tore? Wieso? Der hat damals in Köln auch eine Ecke direkt verwandelt. Das ist ein Brett. Das auf jeden Fall. Max Arnold versucht es ja auch immer wieder. Mal ganz kurz zurück zu deinem Michael Preuth-Homme, hätte ich jetzt gesagt. Preuth-Homme, okay, da bist du natürlich deutlich besser. Vierter auf der Rekordspielerliste, Platz 10 übrigens hier auf dem Platz sogar noch. Rob Schoofs mit der Nummer 16. Und das, obwohl er erst seit 5 Jahren hier ist. Also, der könnte sich noch hocharbeiten in der Liste. Vielleicht hängt ja bald auch mal eine Fahne von ihm hier auf der Tribüne. Als Positionsspiel. Oh, Mütze. Beide Füße am Boden, Tim. Nicht wie beim Rondo unter der Woche, diesmal waren beide Füße am Boden, dementsprechend zählt es auch als Tunnel. Habe ich dazugelernt diese Woche. Hast du recht. Das ist deine Kreisliga-Erfahrung, die du noch hast, deswegen habt ihr wahrscheinlich gespielt, dass das auch als Tunnel zählt, aber eigentlich nicht. Ja, schaltet Micky mal kurz den Turbo ein. Dann läuft er den auch humorlos ab. 80%. Der ist noch schneller am Buffet. Aber nicht, weil er so viel Hunger hat, sondern weil er einfach schneller ist. Wobei der Micky, glaube ich, auch gerne mal was isst am Buffet. Sieht man ihn nur nicht an. Ja, seit dem Trefferspiel noch mal ein bisschen an Fahrt aufgenommen, spielen sie gut raus. Flanke dann ein bisschen zu weit, hat er aber noch. War einfach nur eine Flagerung. Ah, okay. Ecke. Er hat es schon recht, es war nicht gewollt. Praktisch, dass Sandy Welch Linksfuß ist, weil dann kann er den höchstwahrscheinlich jetzt nicht reindrehen. So, wahrscheinlich die letzte Aktion. Wenn ihr Bock habt in der Halbzeit, gibt es ein bisschen was auf die Ohren. Ich habe gehört, das ist Andys persönliche Duschplaylist. Und dann gibt es auch noch die Highlights der ersten Halbzeit. Ja, wäre fast gerade noch eins dazugekommen. Aber so gibt es höchstwahrscheinlich nur 5 Tore. Aber auch da kann man, denke ich mal, nicht meckern. Und dann sehen wir uns gleich zur zweiten Halbzeit zurück, wenn denn hier die erste Halbzeit mal zu Ende ist. Aber der Schiri ist ein Freund der Ecken, die lässt alle noch laufen.
als Variante. Ja, gibt Abstoß. Vielleicht pfeift er sogar direkt ab. Nee, er lässt uns noch mitspielen hier länger. Ist auch schön. So, jetzt nimmt er die Pfeife im Mund. Abpfiff, erste Halbzeit. KV Mechelen 1, VfL Wolfsburg 4. Ihr hört jetzt erstmal Musik, dann gibt es ein paar Highlights und dann hören wir uns gleich wieder. Mach's gut, bis später. Ciao.
stop, we're near the end, baby. No matter what we do, it keeps ticking away, ticking away. You are my summertime love in the faraway place. With your loving soul and that beautiful face. No one can know about the days I spent in your embrace. You're no good for me, it's what they're all gonna say. Just fading away, fading away. You are my summertime love in that mystical place. The way you looked at me left me with a sweet taste. The feelings I felt with you no one else can ever replace. All the way your hands gently touching my face. Never let you go. I'll never let you go.
pünktlich zum Anstoß bin ich schon wieder da. Andi ist auch mittlerweile wieder eingetroffen. Mit ungefähr 700 Gramm Pommes in der Hand. Also, falls hier ab und zu Schmatzgeräusche im Ton zu hören sind, es ist Andi, der unbedingt noch testen muss, wie die Pommes aus Mechelen sind, nachdem er die aus Brüssel ja schon gegessen hat. Also, wenn es heute noch eine nützliche Information für euch gibt, dann wie die Pommes hier in Mechelen schmecken. Es geht auch gleich weiter, zweite Halbzeit. Ihr seht es oben links eingeblendet, 1:4 führen wir in Mechelen. Bisher eine sehr, sehr starke Partie von uns. Allerdings, die Pommes sind natürlich recht dünn von Mechelen. Ungefähr wie das Spiel unseres Gegners. Einmal noch ganz kurz personell, wir haben auch gewechselt. Raus ist Lukas Mecher, einmal genetzt. Neu dafür drin, 23, Jonas Wind. Positionstreu, würde ich sagen, steht vorne drin. Und wird natürlich auch heiß sein, da nur mal zu treffen. Ansonsten, soweit ich das sehe, noch keine weitere personelle Änderung bei uns. Lasst mich mal eben schauen, wie es bei Mechelen aussieht. Der Achter ist auf jeden Fall neu, der fast ein Tor macht. Das ist Roche Hernandez. Neu drin für Nicolas Storm. Deshalb gibt es in der zweiten Halbzeit keinen Sturmwind. Danke dafür. Und ich glaube, ganz vorne drin wurde auch nochmal gewechselt. Vielleicht sehe ich da gleich mal die Rückennummer, um euch das natürlich durchzugeben. 22, ja, der ist auch neu. Das ist Alessio da Cruz. Vorne drin. Aber sie bleiben systemtreu. 4-3-3. Rausgegangen, Julian Ungoy. Oh, da war sicherlich mehr drin. Ja, Blanca, kann es ja nicht sein, dass der Ball im 16er bei uns gerade. Da grüße ich gleich mal gemeldet hier, dass wir jetzt ihn auch wirklich auf dem Schirm haben. Hernandez, raus auf Heiremanns, aber Sepp ist da. Da gab es scheinbar draußen auch nochmal ein Bierchen in der Halbzeit, weil der Fanblock von Mechelen ist jetzt auch wieder da. Ja, die Schlange an der Pommesbude war nicht ganz so kurz. Deswegen kamst du so spät. Ja, und dass ich natürlich sportlich die 5 Stockwerke hier hoch zu Fuß gegangen bin. Die Pommes musst du auch erstmal wieder abtrainieren. Ja, meine Waden wurden unter der Woche von Nils kräftig kritisiert. Dementsprechend muss ich jetzt da ein bisschen an mir arbeiten. Muss ja auch fit aussehen. Ach, im Tor haben wir auch getauscht. Jetzt habe ich zum ersten Mal auch unseren Torwart gesehen. Pavo rein, Kuhn raus.
Ja, so kannst du auch den Podolski machen. Doppelpass, mal auch ganz gerne mit dem Gegner. Warum nur immer alleine? Ja, da hat er doch ein bisschen gezogen, der gute Patrick. Da ist jetzt mal Platz. Da im Chat gerade nachgefragt wird, das Spiel findet im AFAS-Stadion in Mechelen statt. Nicht wie fälschlicherweise beim Kicker behauptet, im AFAS-Stadion in Alkmaar. Hoffentlich hat sich da keiner auf den Kicker verlassen, steht jetzt in Alkmaar. Ist auch ein schönes Stadion, habe ich auch schon mal ein Spiel angucken dürfen. Sag ruhig gespielt, Andi, sag ruhig, du hast da auch schon gespielt. Den Abend davor habe ich auf jeden Fall in Amsterdam verbracht. Damals, als es im Vogelpark noch nicht um freudige Ereignisse auf legale Art ging. Schön durchgesetzt von Riedle. Na, ein bisschen blockiert, konnte Jonas nicht durchstarten wie geplant. Das war jetzt 6 gegen 2, das ist natürlich ein bisschen bitter. Also stark von uns verteidigt, das ist nämlich das Positive daran. Aber wenn... Ja, spielen sie jetzt im zweiten Mal eigentlich gleich, ne? Hinten an die Grundlinie ein bisschen, ja, reingezogen. Den Rückraum haben wir nicht mehr so gut. Da sind natürlich auch gleich die Fans wieder da. Ansonsten hat es so ein bisschen englischen Flair, ne? Also immer wenn Mechelen ein bisschen in die Offensive geht, dann entsteht hier so ein Roar. Also... Ist schon nicht ganz verkehrt. Schöner Ball. Luca nicht im Abseits. Kann man es 1 gegen 1 gehen, macht er auch. Ja, schade. Raw kenne ich eigentlich immer nur von Excel. Was? Raw. Heißt das nicht Raw, die Linien von links nach rechts? Weiß ich nicht. Ich dachte, du denkst bei Raw eher an Katy Perry, aber gut. Den Zusammenhang verstehe ich nun wiederum nicht. Kennen Sie nicht das Lied? Katy Perry Raw. Ach Mensch, Schießer. Oh, im Chat wird anscheinend wieder Mate getrunken. Da wird sich Eli und Sydney auf jeden Fall freuen. Willi auch. Grüße gehen raus an die Berliner. Wir trinken hier nämlich Wasser. Schaut Fontaine. Na Patrick, bisschen Tempo rausgenommen, sah eigentlich ganz gut aus. Auf der linken Seite bleibt aber eine Aktion. Und Eckball. Eckbälle ja bislang eigentlich immer ein Garant für eine schöne Szene. Bin mal jetzt gespannt, vielleicht will Max das ihm gleich tun, dem Welch und den auch mal eindrehen. Das wäre es natürlich. Zwei Eckentore in einem Spiel gab es, glaube ich, auch noch nicht.
Na, kurz auf den ersten Pfosten. Macht da schon ordentlich Alarm nach seiner Einwechslung. Wieder relativ ähnliches Muster. Gut gehalten auch von Pavan eigentlich, aber beim zweiten kann er dann natürlich nichts mehr machen. Ne? 2-4. Bleibt also weiterhin spannend. Natürlich auch nicht schlecht. Balleroberung da von Patrick. Jetzt könnte es mal schnell gehen, sieht gut aus. 4 gegen 3 Situation mit Tempoausspiel vielleicht. Riedle rechts außen dabei. Kommt da mal an die Grundlinie. Ne, dreht ab, gut rüber gespielt. Verpasst in der Josip. Dann geht es wieder in die andere Richtung. Jetzt muss er den Rückwärtsgang einschalten. Der Riedle hat er gemacht, aber Glück gehabt, muss nicht weiter eingreifen, kann sich die Körner noch sparen. Gucken wir nochmal das Tor an, Hintertorperspektive. Ja, da war denn am Ende keiner. Kann man aber, denke ich mal, verkraften. Sehe ich hier ein bisschen Bewegung auch auf unserer Bank. Kian Fischer macht sich bereit, zieht sich das Trikot über. Kevin Paredes zieht sich das Trikot über. Also es sieht so aus, als würde bei uns gleich gewechselt werden. War auch das Ziel, den Jungs mal ein paar mehr Minuten zu geben. Geht ja langsam auch Richtung Pflichtspielstart. Das heißt, wird dann so üblicherweise nach 60, 65 Minuten das erste Mal gewechselt. Außer jetzt natürlich bei uns auf der Stürmerposition. Jonas ein bisschen früher reingekommen. Asta Wrangs zieht sich auch das Trikot an. Ist natürlich für ihn ein besonders schöner Moment, hier nochmal aufzulaufen. Gespannt auf die Reaktion hier im Stadion. Also es sieht aus, als würde hier einmal komplett munter durchgemischt. Währenddessen Freistoß für Mechelen. Patrick hier ein bisschen am Humpeln in der Bildmitte. Sieht nicht so gut aus. Aber ich denke auch, er wird gleich rausgehen, um da bloß nichts zu riskieren. Am Samstag ja gegen Brentford in der Volkswagen Arena. Und dann die Woche drauf geht es auch schon los. Der DFB-Pokal erste Runde gegen Carl Zeiss Jena. In der zweiten Halbzeit ging also mit 1-0 hinten. Das ist natürlich nicht das, was wir uns vorgestellt haben.
So, jetzt deuten sich der ein oder andere Wechsel an. Ich sehe hier Kevin Paredes, Asta Franks, Jérôme Roussillon, Milli, Josh, Elvis. Den Nutella-Meister Max Kruse. Renato Steffen. Habe ich jetzt alle? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das sind auf jeden Fall 9. Torhüter schon getauscht, Stürmer schon getauscht. Das heißt eigentlich, laut Adam Riese gehen alle runter und neue rein, oder? Andi, nutzen wir vielleicht mal kurz die Chance für dein letztes Fazit zu den Pommes aus Mechelen. Ja, ich muss sagen, die Pommes aus Mechelen sind ungefähr so wie der Spielstand für Mechelen. Das war jetzt nichts Berauschendes. Ich kann nur sagen, als wir damals in Gent gespielt haben, da gab es die überragendsten Pommes Belgiens. Also da hätte ich schon mal wieder Bock auf so eine Europapokalreise nach Gent. Dieses Jahr wird es ja leider nichts. Also pommes-technisch würdest du ranken Gent, Brüssel, Mechelen. Absolut. Ist auch schön, dass wir die Tabelle auch geklärt haben. Pfeift der Schiri? Was pfeift er jetzt? Zwei Spieler von uns, nee, einer von uns und einer vom Gegner liegen unten. Bei uns hat es Omar Mamouche erwischt. So, die Chance wird jetzt genutzt, wird gewechselt, einmal komplett raus. Gucken wir nochmal die Szene. Ja, Slopkap von Kopf, tut immer weh. Omar jetzt erstmal raus, steht aber wieder, kann nochmal abschlagen mit den Jungs. Ja, einmal neun Mann raus, neun Mann rein. The last man standing, Jonas Wind. Schöne Geschichte natürlich für Asta. Ich habe es am Anfang gesagt, 20 Kilometer von hier in Erbs-Querbs geboren worden. Halbe Stunde fährt man hierher. Dann 2016 im Alter von 13 Jahren hergekommen. Das wurde gerade angesagt, bejubelt. Hat 38 Spiele gemacht in der ersten belgischen Liga. 5 Tore, 4 Vorlagen. Und ist dann zu uns gekommen, zum Wolf geworden sozusagen. Und jetzt gibt es für ihn hier nochmal ein Spiel in der alten Heimat. Mal gucken. Vielleicht gibt es ja nochmal ein Tor hier. Ja, also den Ausgleich in der zweiten Halbzeit will ich auf jeden Fall noch haben. Also so viel sportlicher Ehrgeiz ist dann doch in mir. Auch wenn ich dafür nicht sehr viel tun kann. Und Quatschen hat noch nicht ein einziges Tor geschossen. So, jetzt passt mir auf den Rückraum auf. Wir werden gefährlich, ja. Das kann man, glaube ich, so sagen. Max Kruse unterhält sich nochmal über den Zweikampf, den er seiner Meinung nach nicht verloren hat. Schiedsrichter sieht das etwas anders. Gegeben. Das war zu wenig da. Vielleicht einmal der Vollständigkeit halber jetzt. Verteidigung, Kian Fischer,
Josh Gilavogui, Elvis Respigai und links Jérôme Roussillon auf der 6. Asta Franz und Kevin Paredes davor. Max Kruse links, Maximilian Philipp und rechts Renato Steffen. Vorne drin Last Man Standing angekündigt, Jonas Wind. Da setzt sich da gut durch. Können Sie zu zweit lösen. Spielen Gasse. Ein bisschen weit. Auf den falschen Fuß. Da hätte jetzt Philipp den linken gebraucht. Aber die Laufwege eigentlich alle gut gepasst, Ball leider ein bisschen zu weit. Ja, die Schrittfolge war von Milli nicht ganz richtig. Kann er natürlich nichts machen. Also man läuft halt, wie man läuft. Da das Spiel sich gerade etwas beruhigt hat, wollen wir die Chance nutzen, unserem Kollegen Felix gute Genesungswünsche rüberzuschicken. Schönen Gruß auf die Couch. Lass es dir gut gehen. Bei deinen Snacks. Da hat er sich vom 360 nicht vernaschen lassen. Da Cruz macht er aber schon. Aber Toni Hawk hätte den auch nicht schöner machen können. Jetzt mal mit Tempo. Renato auf die Kette zu. Ja, das ist ein ganz klares Foul. Das pfeift auch dieser Schuss. Und Gardner hat er auch bei. Also, jetzt reicht sie mal, die lange Leine. Ja, also es ist auch schon... Ja, das klassische taktische Foul, das es nicht gibt. Nicht hitzig, aber es ist jetzt auch nicht unbedingt die freundschaftlichste Testspiel-Atmosphäre. Also es ist schon ein bisschen knackig. Guter Test, würde ich sagen. Also hat schon leichten Wettkampfcharakter. Ja, ist auch klar. Hier geht es um Stammplätze. Also du willst ja jetzt nicht, du willst ja deinem Trainer beeindrucken. Du willst ja zeigen, dass du gegen jener dann in der Startelf stehen willst und nicht der andere. Und unser Kader ist groß, dementsprechend ist der Druck natürlich auch sehr, sehr hoch. Heute mit Matthias noch ein weiterer Mittelfeldspieler zu uns gestoßen. Dabei. Oh, schade. Sehr, sehr schön gespielt. Max Kruse Gedächtnispass, ne? Aus dem Fußgelenk. Schön hinter die Kette. Renato, glaube ich, der war am Pfosten noch, oder? Schön in die Laufrichtung des Torwarts sehr eigentlich und dann. Am nächsten Sonntag startet Mechelen auch schon in die Saison der Jupiler Pro League. Und zwar hier zu Hause gegen Royal Antwerpen. Zu dessen Regierungsbezirk Mechelen übrigens gehört. Ist ja im flämischen Teil Belgiens. Sehr schöner Ball, Renato wieder frei. Oh, wenn er den rüberkriegt. Sahnetor.
Mechelen wird auch noch mal wechseln. Ist übrigens ein sehr spannender Trainer. Hat sich auch von unten nach oben hochgearbeitet. Sowas finde ich ja immer sehr, sehr interessant. Wenn nicht deine erste Station der FC Barcelona ist. Und der Verein, bei dem er angefangen hat, fand ich sehr, sehr witzig. Kozakenboys. Da muss ich etwas schmunzeln bei der Recherche. Dann über Gröningen hier nach Mechelen gekommen. Der gute Danny Buß. Ah, jetzt kommt jemand mit sehr, sehr bekannter Verwandtschaft. Den kennt ja nämlich alle, seinen Cousin. Boli Bulingoli, erst seit 4 Tagen hier im Team, ne? Er ist vor 4 Tagen hergekommen. Deswegen hatte ich auch noch die falsche Rücknummer. Kein Problem. Cousin von Romelu Lukaku. Schön gespielt. Mittlerweile hinter Mailand. Oh. Abseits leider. Aber so, das guter Fußball. Waren auch wieder 4 Leute eingelaufen. Langer Pfosten war auch abgedeckt von Fischer. Dem Namensvetter von Mbappé. Weißt du übrigens, wen ich getroffen habe beim Spaziergang zu den Pommes? Nein. Eine absolute belgische Fußballlegende. Dementsprechend war ich natürlich auch etwas später dran, mal nach einem kleinen Pläuschen mit Daniel van Buyten. Wirklich Daniel van Buyten? Den absolut. Hätte ich jetzt lustigerweise als erstes gesagt. Ja, sein Kreuz, da passe ich immer noch 2-mal rein. Und dann dachte ich hier auf einmal, Feli Rauch ist zur Frauenmannschaft von KV Mechelen gewechselt. Aber Feli weilt ja in England und das sehr, sehr erfolgreich mit unserer Nationalmannschaft der Frauen. Spielen heute Abend ihr 3. Spiel gegen Finnland. Können sie die perfekte Gruppenphase perfekt machen, ne? 3 Spiele, 9 Punkte, wenn es klappt. Grüße gehen auf jeden Fall raus, falls eine zuguckt, unserer Wolfsburgerin, ihr packt das. Ja, die ein oder andere wird auch auf dem Platz sein, außer Lena Oberdorf. Das können wir schon mal mit Sicherheit sagen, die wird nicht spielen. Schöne Verlagerung. Ja, 20 cm zu kurz, die Ablage von Kilian Fischer. Sehr gut. Gut reingegangen von Assa, lässt da nichts anbrennen. Weil sie einen Trainer rumschreien hört, das ist der Danny Buß und nicht der Niko Kovac. Abseits.
Ja, jetzt siehst du es recht deutlich. 4-3-3. Also es ist sehr, sehr, sehr deutlich. Wobei Max Kruse den offensiven Achter gibt. Okay. Das war auch wieder das. Ball über außen, Stürmer klatschen lassen und in die Gasse rein. Dann hätte Maximilian Philipp stoßen sollen. Wurde leider nach offiziellen Angaben fair vom Ball getrennt. Mechelen ist übrigens aus touristischer Sicht eine absolute Empfehlung. Du fährst eine halbe Stunde nach Brüssel, du fährst eine halbe Stunde nach Antwerpen. Dementsprechend kann man hier auch noch den einen oder anderen Tag. Es gibt diverse historische Dinge, die man erleben kann. Also, wenn du ganz Belgien kennenlernen willst, ist hier ein guter Spot, um seine Homebase zu errichten. Kevin spielt mal sein Tempo aus. Ach, leider gebremst worden. Zu 3. Geoffrey Aremans. Also, da muss ich mal sagen, durch ist das Spiel noch nicht. Also 4-3, die geben sich nicht auf. Wird nochmal spannend. Aber ich schätze mal, unsere Wölfe werden dann noch die Antwort haben und sich hier die Butter nicht mehr vom Brot nehmen lassen. Ja, aber Heiremann zeigt an, weiter. Also die scheinen hier noch Lust zu haben. Tja auch, Nutella-Brötchen ohne Butter schmeckt nicht. Stehen uns also noch spannende 12, ja, 13 Minuten vor. Jonas mal schön durchgelassen. Renato wieder auf Jonas, Zentrumbesetzung. Jetzt langer Ball. Sehr schön freigelaufen, hinten am zweiten Pfosten von Max Kruse. Leider kam der Ball nicht hin. Ist natürlich für Elvis auch eine absolut ungewohnte Situation. Normalerweise im defensiven Mittelfeld zu Hause und da eine absolute Waffe. Ja, abseits. Richtig spekuliert von Josh. Hat ihn am Rücken gesehen. Ja. Sehen die Fans natürlich ja etwas anders, aber vielleicht werden nachher noch die Tomaten eingesammelt, die momentan auf ihren Augen sind, um daraus Ketchup zu produzieren. Aber man muss sagen, jetzt in der zweiten Halbzeit so dieser Druck, den wir in der ersten Halbzeit sehr, sehr stark aufgebaut haben, ist nicht mehr ganz so hoch. Wir kriegen auch nicht mehr den Zugriff im Mittelfeld. So, jetzt wieder Pressing. Renato Steffen, Kilian Fischer läuft an, Max Kruse läuft an. Aber sie kommen wieder raus. Bis dann, Asta Franks lässt sich vernaschen. Das ist zu einfach. Und jetzt, wenn er rüberspielt, aber er hat zum Glück nicht das Auge und Jérôme Roussillon kann klären. Aber der Patex vorne ist noch nicht da, dass wir den Ball Milli muss sich auch weiter vorne anbieten. Da hinten bringt er relativ wenig. Und jetzt bekommt Max Kruse seinen Freistoß.
Vor 20 Minuten hat er ihn gefordert, jetzt ist er da, sehr gut. So, jetzt im Spiel Van Hecke und Engwahl. Asta will natürlich jetzt auch vor heimischem Publikum was zeigen an seine ehemaligen Fans. Wahrscheinlich die halbe Familie da. Oder vermutlich eher sogar alle. So, Tim, du wirst ja jetzt gleich dann die Stimmen machen. Hast du schon einen im Auge, den du auf jeden Fall mal die ein oder andere Frage stellen möchtest? Ja, ich glaube, mit Asta müssen wir auf jeden Fall sprechen, wie das hier ist für ihn, nochmal aufzulaufen. Und ansonsten gucken wir mal, wer uns hier vor die Linse läuft unten, vor der Kabine. Im Idealfall gewinnen wir natürlich, dann ist die Stimmung etwas besser als nach einer Niederlage. Und ja, wollen wir mal wahrscheinlich ein kleines Fazit nochmal haben von den Jungs. Wie ist denn im warmen Trainingslager? Ein paar Sachen noch zum Spiel. Wie war es für dich persönlich, das Trainingslager? Ja, ich glaube schon ideal. Also, es wurde ja schon häufiger angesprochen. Die ganze Infrastruktur natürlich top, Trainingsplätze top. Jungs haben auch einen spaßigen Eindruck vermittelt, also dass es da auch in der Gruppe stimmt. Ja, aber auch konzentriert. Stimmt. Konzentriert auf jeden Fall, also, aber es wurde auch ein bisschen Spaß gemacht. Also, der kam nicht zu kurz. Auch in den Trainingseinheiten immer mal kleine Challenges, kleine Wettkämpfe für die Jungs, wo sie dann auch heiß waren zu gewinnen. Also die Stimmung hat auf jeden Fall gepasst, Leistung auch, wurde auch geschwitzt. Also unzufrieden ist man sicherlich nicht. Also, da gibt es den Sonderapplaus, Außenrisspass. Ich glaube, hier wird im Heimblock gleich gepokt. Da wird auf jeden Fall der erste Moshpit vorbereitet. Die Jungs sind auf jeden Fall mit Spaß bei der Sache. Wir freuen uns übrigens über starke 3600 Fans, die dieses Testspiel hier begleiten.
Noch mehr freuen wir uns, wenn er uns ein Abo dalasst, die Glocke aktiviert, damit er natürlich keinen heißen Scheiß von uns mehr verpasst. Und da kommt noch so einiges. Wir haben uns wieder viele Gedanken gemacht in der Sommerpause und werden wieder einige Bretter rauszimmern diese Saison. Sowohl mit den Wölfen als auch natürlich mit unseren sehr, sehr erfolgreichen Wölfinnen. Da bin ich auch schon wieder sehr gespannt, wohin die Reise in Europa gehen wird. Champions League ist ja da, safe. Sich abkochen lassen, Kevin Paredes. Vielleicht noch ein bisschen grün, nicht nur im Trikot. Ja, Tim, wie ist dein Fazit dieses Spiels? Wir gehen jetzt gleich runter, Stimmen holen, deswegen werden wir wahrscheinlich die ein oder andere Minute früher und euch dann mit der Atmo alleine lassen. Aber ist ja vielleicht auch mal ganz angenehm. Was denkst du? Wie hast du das Spiel gesehen? Ja, war. Oh, jetzt hat aber hier direkt die Kritik von mir gefruchtet. Absolut starke Aktion in den freien Raum reingetrickst. Von Kevin Paredes. Hat dir ein Spieler besonders gefallen? Ein Spieler besonders gefallen? Ja, ich glaube, Luca hat es wieder nicht verkehrt gemacht. Unser schönstes Tor geschossen heute. Ansonsten hat mir eigentlich auch Vrančić links hinten gefallen. Hätte ich so vorher nicht aufgestellt, aber hat er gut gemacht. Ja, und dann natürlich insgesamt das Spiel kann man schon von zwei Medaillen sprechen. Ne? Einmal 4-0 geführt und dann jetzt noch 3 kassiert. Das natürlich nicht ideal, aber letztendlich ist es dann immer noch ein Testspiel. Sollte man nicht zu hoch ansehen. Und der Vorteil ist ja, wenn du Fehler machst, dann kannst du auch was korrigieren. Also immer nur positiv, da lässt sich immer, da denkst du, okay, das läuft jetzt von selbst. So weißt du, okay, ey, von selbst läuft hier erstmal gar nichts. Da haben wir noch ein paar Baustellen, an denen wir arbeiten müssen und dementsprechend sehe ich das durchaus positiv, auch mal so ein Gegentor. Ja, wird sich natürlich auch zeigen, ob die Fehler jetzt am nächsten Samstag gegen Brentford abgestellt werden. Natürlich ein Spiel und vor allem ein Gegner, der sehr interessant ist, mal ein Premier League Team zu Hause zu haben. Spielen heute gegen den VfB Stuttgart, meines Wissens. Ja, falls ihr das Spiel mal nicht von uns kommentiert haben wollt oder im Stream sehen wollt, kommt einfach vorbei in die Volkswagen Arena. Wir verabschieden uns jetzt von euch schon mal. Wir gehen runter für euch auf Stimmenjagd. Vielen, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und weiterhin ein erholsames Wochenende. Und trink genügend Wasser.
weak heart, baby. The memories of us are just fading away, fading away. You are my summertime love in that mystical place. The way you looked at me left me with a sweet taste. The feelings I felt with you no one else can ever replace. All the way your hands gently touching my face. Das heutige Spiel wurde euch präsentiert von Linglong Tire, dem Partner von VfL Wolfsburg. If we trade a heart for heart, then we'll never be whole together. If we trade a heart for heart, then our souls will be lost forever. So I'll never let you go.